ihr eigentlich noch eine gesprochene Sprache? Oh, hier ist Angelina. Hallo, Angelina. Also so eine gesprochene Sprache wie wir. Wir kommunizieren noch mit unserem Mund. Oder macht ihr das schon alles geistig? Sowohl als auch. So können wir, wie auch schon mal erwähnt, uns direkt telepathisch unterhalten und hören sozusagen eine Stimme in unserem Kopf. Und wir haben das mehr oder weniger, wenn ihr wollt, lustige Phänomen, dass wir unsere Lippen dazu bewegen können und dann einfach aufhören können, aber es kommt weiterhin ein Ton. So haben wir gelernt, dass Kommunikation sozusagen auf vielen Ebenen jederzeit stattfindet und wir uns auch einfach einstellen können, sozusagen mit unserer Energie in einen Bereich, der ständig präsent ist, wo ständig kommuniziert wird, und uns ebenfalls aber auch wieder davon zu entfernen und mehr unseren Mund wieder zu benutzen, sozusagen. Es gibt durch euch Erdenmenschen nun einen steigenden Bedarf, sozusagen wieder so zu kommunizieren und eine Sprache zu kreieren. Es gibt auch eine vergangene Sprache, eine alte Yayel-Sprache, die damals benutzt wurde. Allerdings ist dies nicht die Sprache, die wir nun erneut in diesem Sinne als eine mündliche Sprache benutzen. So kreieren wir gerade eine Art, wenn ihr wollt, menschenähnliche Sprache, die wir hoffen, auch dann von euch verstanden zu werden. Die es einfacher macht, sozusagen für euch ebenfalls zu lernen, da unsere vergangene Sprache sehr kompliziert wäre, da sie sehr tonlastig ist, sozusagen. Mehr ein Tönen als eine Sprache, wie ihr sie kennt. Sehr abgehackt, würden wir sagen, mit vielen verschiedenen Buchstaben. So ist unsere vergangene Sprache eher ein Singen. Beantwortet dies ausreichend deine Frage? Ja, aber wie wird eure neue Sprache mehr klingen? Ist das jetzt dann auch mehr ein Singen? Oder mehr wie zum Beispiel Deutsch, ein bisschen abgehackter? Oder wie die Japaner, ein komplettes hohes Mischmasch? Oder wie andere ähnliche Sprachen? Ein Mischmasch sozusagen aus vielen euren Sprachen. Wenn ihr so wollt, die beliebtesten Wörter, Sprichwörter, Sätze, die viel Freude bringen in den jeweiligen Kulturen. Diese versuchen zusammenzufügen. So wie ihr auch schon englische Wörter benutzt, französische. So gibt es Wörter, die sehr bekannt sind und oft mit mehr Freude benutzt werden als von der eigenen Sprache. Und so kreiert sich eine Menschensprache unterbewusst, die schon sehr viele verstehen können, die sehr simpel ist in diesem Sinne und die wir dann auch so lernen und noch von uns ein paar Ideen hinzufügen, und im Endeffekt wird sich dann zeigen, was am meisten Sinn macht, ob es überhaupt Sinn macht, diese Sprache dann zu sprechen. So sehen wir sie als durchaus weniger komplex, als was ihr gerade sprecht, da auch nicht mehr so viel ins Detail kommuniziert werden muss, wenn ihr so wollt. Da dies eine Energie ist, die gerade für uns nicht mehr so sehr an Bedeutung hat.
deine Antwort. Bitte schön. Hi, hier ist Dani. Hallo Dani. Wundervoll. Danke für deine Anwesenheit. Ich freue mich auch, hier zu sein. Wie ist das mit den Steinen? Wie kann man sich für die Informationen, die darin verschlüsselt sind, öffnen? Sie sind nur verschlüsselt in dem Sinne, weil ihr sie so definiert. Die Information ist sehr einfach zu erreichen und nicht kodiert, wenn ihr so wollt. Was ihr tun könnt, ist zum Beispiel eure Hände an die Steine legen, die Steine fragen, was habt ihr mir zu erzählen, wollt ihr etwas teilen mit mir? Und für euch zu wissen und nicht nur zu glauben, dass Steine ein Bewusstsein haben, Intelligenz im Sinn, sprechen können in dem Sinne, nicht wie ihr in einer Sprache, aber durch auch Gefühle und durch Symbole und durch Emotionen. Wir erwähnen viele verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, die Steine bereithalten für euch. Und so führt das eine zum anderen, das andere zum nächsten. Und vielleicht trefft ihr dann in den nächsten Wochen jemanden, der euch mehr erzählt. Oder ihr trefft auf einen Artikel im Internet oder sonstiges, was euch physisch sozusagen, wie es für euch Sinn macht, dann zugänglich wird. Und ihr somit ein Puzzle zusammenfügen könnt über diesen Ort, über diese Steine, über eure Welt, wie sie einmal existierte und wie sie auch in Zukunft wieder existieren kann. Mit unglaublichen, wenn ihr so wollt, Phänomenen, Bauwerken, Monumenten, die auf, wenn ihr so wollt, Liebe basieren, die Energie auch schaffen können, die Energie halten können, der Freude. Und so könnt ihr verstehen, dass auch diese Steine hier auf sehr mysteriöse Weise entstanden sind. Und so haben wir viel Information und es gibt auch viel Information schon physisch hier über diesen Ort, über diese Steine. Allerdings, wie wir so oft sagen, ist es viel schöner, selber auf Reise zu gehen, auf Entdeckungsreise zu gehen und nicht gleich alles auf einem Präsentierteller sozusagen geliefert zu bekommen. Und ihr habt das Sprichwort, der Weg ist das Ziel sozusagen. Und so macht der Weg oft mehr Spaß als das Ziel. Ich habe auch eine Frage. Beantwortet dies ausreichend deine Frage? Ja, sehr. Ich danke dir. Und das ist sehr überraschend, weil ich die Antwort schon vorher in meinem... Die war schon in mir. Ich hatte dieses Bild, den Stein zu berühren und einfach zu fragen. Und du hast es ja genau so wiedergegeben. Ich danke dir. Bitte schön, was für ein Zufall. Ja. Ja, hier ist Martin. Hallo Martin! Ich habe auch eine Frage, oder vielleicht hole ich die ein bisschen aus. Dass die Veden und die Krishnas sind ja so hier in der Menschheitsgeschichte die ältesten Niederschriften, also die bekanntesten Niederschriften, gibt bestimmt noch ältere. Und da ist ja von Krishna-Bewusstsein die Rede, was ja so das Höchste sein soll aus ihrer Perspektive. Und wie stehen da die Yajel dazu in Verbindung? Haben sie damals Kontakt gehabt mit Krishna oder stehen sie in derselben Frequenz oder haben sie Tipps den Krishnas gegeben oder wie steht das im Verhältnis? Oder, ja. Wir, die Yajel, sind eine eher neuere Spezies, wenn ihr so wollt, wenn wir die lineare Optik benutzen wollen. Und so ist dies
Und sind dies eher Phänomene, die ihr kreiert habt mit anderen Wesen, unabhängig von uns, wieder einmal durch eine mehr separierte Perspektive gesehen, da wir uns irgendwann alle treffen, sozusagen wie alle Flüsse ins Meer laufen, als ein Bewusstseinsmeer. Und von diesem Meer aus waren auch wir sozusagen beteiligt. Allerdings, wie erwähnt, den Fluss etwas zurückgegangen, sind wir eher weiter davon entfernt, von diesen Ideen, diese Ideen, die, wie wir sie sehen, immer noch Ideen der Separation sind, gerade wenn sie so durchdacht sind, so gelebt sind, dass nur Krishna in diesem Sinne ein Bewusstsein bereithält und dies der Weg ist zur Erleuchtung, da alle Wege zur Erleuchtung führen. Und so ist von jeder dieser Figuren sozusagen die Idee, dass ihr alle eins seid. Und egal an welche dieser Figuren ihr glaubt, an Wesenheiten ihr glaubt, so ist dies immer ein Weg für euch, euch wieder mehr zu verschmelzen, wieder mehr eins zu werden. Und welche Wesenheit ihr dafür benutzt, die dann auch ab und zu in einem Körper von euch gesehen wird oder gemalt wird oder kreiert wird, so sind dies Energien, die dazu da sind, sozusagen auf einen Weg für euch zu gehen, um zu verstehen, was wir auch schon gesagt haben, dass ihr alle eins seid, dass ihr verbunden seid. Und wenn dieser Weg richtig, in diesem Sinne richtig gegangen wird, dann führt dieser Weg immer zu einer Art Einheitsbewusstsein, auch über Krishna und auch über die Veden, indem ihr verstehen könnt, dass ihr tatsächlich alles seid, dass ihr die anderen seid, dass alles, was ihr über jemand anders denkt, ihr gleichzeitig über euch denkt, wahrhaftig, dass alles, was ihr euch gegenseitig antut, euch wahrhaftig selbst antut. So sind dies alles für euch Hilfsmittel, sozusagen euch genau daran zu erinnern. Dankeschön. Bitteschön.